Nein, nicht erstellen. Laden. Achso, okay, dann greifst du mich mal noch an. Aber dich habe ich wieder gut getroffen. Aber jetzt also muss ich hier viel rumspringen. Wo bist du? Da. Was? Da habe ich nicht angegriffen. Sie ist ein Kwajutsu. Er ist auch keine Frau. Voll Anti-Frauen hier. Moment, habe ich Schaden genommen, weil ich den angegriffen habe? Okay, Moment. Das muss ich doch jetzt noch ein paar Mal ausprobieren. Und er hat auch keine Schwäche. Machen wir diesen Ninja-Move nochmal. Den möchte ich gerne mal verstehen. So, wenn ich da jetzt angreife, stirbt hinter mir jemand. Ich will gerade diesen Ninja-Move irgendwie verstehen. Das war's in einem Mega Man-Spiel. Okay, wenn ich ihn schnell genug treffe, dann passt das noch. Mega Woman HD Remake. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr es sehen könnt, wie er da rumflackert. Das sieht man ja nicht so gut. Verdammt. Ach ja, der fliegt ja dann auch noch hoch. Hm. 1000 Energieleisten des Gegners später. Okay, das macht er also nur, wenn ich den Falschen angreife. Wenn ich ihn angreife, dann passt das. Du schmeißt auch so nach mir. Dahin. Jetzt habe ich doch wieder den Falschen erwischt. Und da hat mein Sprungknopf nicht reagiert. Was? Okay, da habe ich auch nicht erwartet, dass er nach hinten fliegt. Na verdammt, da habe ich zu früh angegriffen. Es ist, glaube ich, auch keine so gute Idee, in den reinzuspringen. Ja, schon wieder. Moment, den habe ich gar nicht angegriffen. Okay, machen wir es doch lieber mit Sprüngen. Hier töte mich mal eben.
Und den da. Und den da. Und dich da. Oh, ich kann damit sogar aufhalten. Ja, da wollte ich eigentlich dashen, aber... Du da. Jetzt machst du wieder dein Viech. Nein. Wow. Ausgewichen. Ja, da wurde ich auch erwischt. Was? Woran bin ich jetzt bitte gestorben? Habe ich schon wieder den Falschen erwischt. Lanz ist ganz gut gegen den, okay. Na gut, ich mag meinen Z-Saber. Zack, zack. Einmal hier runter. Nein. Immer die Sache, wenn ich ihn schlage und dann zurückfliege. Da habe ich schon wieder den Falschen erwischt, weil Hitbox. Nein, das war falsch. Da ist er springen. Nicht. Jetzt. Ich glaube, so langsam habe ich ihn raus. So ganz langsam. Na, muss einfach noch schneller reagieren als... Ach, verdammt! Sollte nicht vergessen, dass er auch ab und zu mal ein kleines bisschen unbesiegbar ist. Nein. 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 Da habe ich wieder den Falschen erwischt. Nein. Ich wollte dashen und habe geschossen. Das war nicht gut. Und der hier. Nein. Du da. Und du da. Geh weg. Du willst mir doch gar nicht wehtun. Du tust nur so. Macht das überhaupt Schaden, wenn ich seine Klone angreife? Was? Okay, die Attacke habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass er die noch kann. Ja, es macht Schaden, wenn ich seinen Klon angreife. Nein! So langsam bin ich hier raus, nach einer Minute tot. Den da. Achso, ich habe beide erwischt. Das war schlecht. Ich mag das nicht, wenn er in die Mitte springt. Da treffe ich ihn immer so schlecht. Da habe ich wieder die Knöpfe vertauscht. Nee, nicht wenn ich den Falschen treffe, wenn ich den Richtigen treffe, meine ich bei der Attacke. Ich meine, das macht auch Schaden an ihm. Ja,
Das habe ich auch gerade drauf geachtet. Ist zwar nicht viel, aber es macht Schaden. Wieder den falschen Knopf gedrückt. Ah, da kann er mich gar nicht treffen, wenn ich direkt vor ihm stehe. Das, was mich bei ihm am meisten tötet, glaube ich, ist echt, wenn er genau so einen Sprung in die Mitte macht. Achso, okay. Ich sollte vielleicht auch da nicht stehen bleiben, während er gerade losspringt. Irgendwie immer mit den falschen noch mit. Wie zum Beispiel da. So. Ich habe das Gefühl, jetzt kriegen wir ihn. Irgendwie. Du da. Und du da. Und du da. Und du da. Nein. Sprung in die Mitte wieder mal. Die schlimmste Attacke, die er macht für mich, ist der Sprung in die Mitte. Huch, bist du mal nicht am Rand und machst das. Duda. Duda. Ah, wenn ich das gut time, dann springt er sogar raus aus dem. So, jetzt bringen wir die Mitte. Nein, geh jetzt in die Mitte. Oder am Rand. Nehme ich auch. Das war riskant. Und jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal. Verdammt. Außerdem Doppelschlag gemacht. Wie viele Tote haben wir eigentlich bei ihm schon? Das hat nicht ganz getroffen. Huch. Ich will mal interessieren, wie oft wir schon bei dem gestorben sind mittlerweile. So, jetzt gehst du wieder in die Mitte. Wenigstens macht er mit seinem Doppelteam keinen Schaden. Aber ich bin eh gleich wieder tot. Nein! Oh Gott! Ausweichkünste wie ein Gott. Und in Gegner reinspringen Künste wie ein Gott. Ah, okay, wenn ich nichts mache, dann tut er mir weh. Na komm, töte mich mal. Will nicht die Statistik hier kaputt machen. Ich glaube, den Tipp mit dem Aufladen. Weiß nicht, ob ich das wirklich befolgen sollte.
Ja, wobei, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt mehr Schaden macht oder nicht, aber natürlich springst du dann auf die andere Seite. Jo. Sollte nur nicht im Gegner drin stehen. So. Gucken wir es aber weiter. Nochmal der Quatsch hier. Mein lieber Greninja. Verschnitt. Nein! Wenn ich dann immer wieder zurückschlagen lässt, ne? Nein, nicht dahin. Und dann sterbe ich, weil wieder ein Gegner da war. Ist doof. Nein, geh weg. Gut, wo war mein Sprung? Nicht vorhanden, offensichtlich. Nein, ich wollte dashen. Das war kein Dash. Das habe ich schon mal besser gemacht. Kann ich mich einfach in ihn reinstellen und das machen? Ist vielleicht gar keine so doofe Idee. Wenn ich mit dem richtigen Timing angreife, dann passt das mit dem Reinrennen. Reinstellen. Dum-di-dum. Dann trifft mich dieser dumme Ninja-Stern da. Nein! Ich bin schon wieder auf den falschen Knopf gekommen. Ich will doch nur dashen. Hey, das war keine so gute Idee. So treffe ich ihn nicht. Nein! Still alive. Yes! Meine Güte! Das kann nicht sein. Ich habe mehr Überraschungen für dich. Die Bomben, die ich in der ganzen Fabrik gestellt habe, werden jeden Moment explodieren. Und wenn sie das tun, ist diese Fabrik dem Untergang geweiht.
Deine Legende wird enden, ohne mit der Wimper zucken, aber mit einem Bang. Und jetzt darf ich hier fliehen. Das ist keine Zeit, bevor die Bomben explodieren. Evakuieren. Evakuieren. Wo darf ich jetzt anfangen? Lass mich raten, jetzt darf ich den ganzen Boss nochmal machen. Nein, okay. Dann setzen wir hier mal eben einen Save. Überall Hunde. Das sind 8 Readings of the Bombs. Please don't feel that you have to do this. Jetzt muss ich 8 Bomben finden, oder wie? Was ist das für eine Entfernung, die mich angreifen können? Was ist hier noch? Ein Leben. Ich habe noch nicht alle Bomben entfernt. Okay, das ist also da der Ausgang. Slash a bomb with a saber and then touch it to deactivate and revive it. Very careful. Okay. Six more to go. Moment, ich bin in dem Bereich? Oh Gott. Jetzt darf ich hier noch Bomben suchen. Sehr gut. Das können wir nochmal laden. Was haben wir denn da hinten noch? Ach komm. Das brauche ich dann gar nicht erst mehr zu versuchen. So, suchen wir mal. Gehen wir halt von der Seite dahin, geht ja auch. So. Zack, und runter. Darunter kann man nicht. So. Wollen wir hier nochmal rüber. Okay. Das Zeug macht doch Schaden. Das hat mir bisher noch nie Schaden gemacht. Deswegen dachte ich, das macht keinen Schaden. Blind Jumps sind auch super. So entferne ich auch meine Bomben. Mit dem Schwert draufhauen und dann auf den Boden aufprallen lassen, ja. Ach komm, lass mich. Wenn ich bedenke, wenn man das jetzt ohne den Save State machen würde, heißt das, ich müsste jedes Mal, wenn ich hier dann Game Over gehe, den komischen Typen dann immer wieder besiegen und dann immer wieder mich hier durchprügeln.
Das wäre ziemlich nervig. Da hätte ich echt gar keinen Bock zu. Aber gut, dass ich hier noch meinen... Wow! Meinen Virtual Console Safe habe. Ein ganz legaler Safe. Und alles. These im Spiel mit implementiert. Ich darf das. Eigentlich wollte ich mich nur an die Wand hängen und plötzlich hat er angefangen wieder zu... wieder mich aus der Luft aufgefangen hat, ne? Plötzlich bin ich gelaufen. Weil Zero ja auch anfängt zu laufen, sobald er dann zweimal nach vorne läuft. Wieso ist das so? Ich habe keine Ahnung, Musik. Was? Hier runter. Ich würde mich gern ducken können. Das wäre auch cool. Ja, da will man es einmal ohne den Dash versuchen und dann sagt das Spiel, nope. You shall not not dash. Shall not not dash. Na dann. Wie kam die Energie nach da oben hin? Da ging er sie durch die Wand durchgeschossen. Kann man eigentlich irgendwie seine Energie etwas erweitern? Ups, da wollte ich nicht hin. Würde mich mal interessieren. Ob man da mehr als das kleine Fitzelchen Energie haben kann. Jetzt. Oh, Zero. Das war da auch von der gleichen Stelle. Als ich zum ersten Mal in die Fabrik kam, ne? Da bin ich ohne Probleme wieder drauf gekommen. Xenoblade wird bei mir nie kommen, weil ich das Kampfsystem langweilig finde. Das braucht ihr bei mir nicht zu erwarten. Das ist mit eins der langweiligsten Kampfsysteme leider, die ich kenne. Die Musik ist zwar schön und alles, aber... bei einem RPG ist mir das Kampfsystem dann doch das Wichtigste. Hätt, nein, fall doch nicht wieder runter. Energy. New. Opa. Was hast du noch geschrieben? Durch Cyberelfen kann man die erweitern. Okay. So, und jetzt kommt er vorbei. Ich habe auch manchmal ein gutes Timing. Genauso wie dieser Hund hier, der mich aus der Luft aufgreifen kann. Ich gerade an jedem Hund hängen bleibe, ne? Story ist auch super. Wie gesagt, aber dafür das langweiligste Kampfsystem, was ich
bisher gesehen habe. Also da könnte ich mich null mit anfreunden und deswegen... Wenn das Kampfsystem in einem RPG nicht stimmt, dann... Ja. Kann ich das auch genauso gut liegen lassen. Das ist auch der Grund, warum ich Ni no Kuni nicht weiterspiele, weil das Kampfsystem auch Müll ist. In meinen Augen. Ja, wenn die Story schön ist, dann schaue ich mir einfach ein Let's Play dazu an, aber ich werde es sicher nicht selber spielen. So, jetzt. Haben wir das auch endlich mal geschafft. Ist da oben noch was? Eine Bombe? Ich hoffe mal nicht, da wo die jetzt gerade dran hingen. Also Ni no Kuni ist an sich alles schön, nur das Kampfsystem ist nicht schön. Das war das, was mir das ganze Spiel kaputt gemacht hat. Ich hatte mir zwar noch ein Let's Play dazu angeschaut, aber ich konnte mich mit dem Kampfsystem null anfreunden und ich konnte mich auch genauso wenig mit der KI deiner Partner anfreunden. Beides war echt nicht ganz und gar nicht schön. Genau, ich schaue mir Let's Play an und rede dazu und dann lade ich das hoch. Schafft's immer wieder, der Hund. Die anderen beiden komme ich vorbei, aber den einen nicht. Ups, da wollte ich noch nicht hoch. Genau, und Svenja spielt Ni no Kuni und ich guck nur zu. Und meckere die ganze Zeit rum, wie doof das Spiel doch ist. Ich glaube, ich habe sie auch so ein bisschen, wow, der Star runtergefallen. So ein bisschen da angesteckt nach dem Motto, das Spiel ist nicht so toll. Wow! Ich bin nicht gespawnt. Und ich glaube... Sie möchte das auch nicht spielen. So, wir stehen jetzt einfach mal vorne. Wenn ich da getroffen werde, dann fliege ich halt einfach nur nach hinten. Und jetzt. Da oben war noch eine. Ja. Problem ist jetzt nur. Jetzt sehe ich die Dinger da unten kein bisschen. Ja. Wo? Wobei, ich glaube, die kamen da genau an dem Punkt gerade hoch. Das heißt, ich kann mich da einfach fallen lassen. Und dann haben wir wieder so die Momente, dann trifft mich der gleiche Hund zweimal. Dreimal. Weil er es kann. Viermal. Einfach, weil der Hund es kann. Ich habe fast das da oben bekommen. Ehrlich gesagt möchte ich keinen Ni no Kuni zwingend antun, von daher. Ich habe ja gesagt, so toll finde ich das Kampfsystem nicht. Und alles andere ist eigentlich schön an dem Spiel. Nur Kampfsystem doof. Und das Monsterfangsystem ist eigentlich auch ziemlich doof, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn man halt die Dinger wirklich nur random bekommen kann. Ohne irgendwelches System, dann ist das auch ziemlich blöd. So, alle 2 Sekunden etwa kommt so ein Teil, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Das heißt, jetzt müsste einer sein. Verdammt, das war die falsche Seite. Na gut, dann einfach. Wow! Ha! Ich lebe. Kann ich einfach fallen lassen. Ja, hier einfach fallen lassen war gar nicht mal so doof. Ist hier irgendwo noch eine Bombe? Ich hoffe mal nicht. Da. So eine Fee. Okay. Ah ja, sind die Dinger wieder? Von denen ich mich jetzt gerade von allem treffen lasse. So, zwei noch. Da unten war doch einen noch. Okay, einmal bitte töten. Das heißt, ich muss an einer Stelle doch noch hoch. So, an allen nun vorbeigekommen. Und die Energie bekommen. Gut. Ich glaube, so langsam habe ich es drauf. Das war ein guter Witz. Eigentlich kann ich auch einfach fallen. Muss ich gar nicht auf das Teil warten. Viel schneller hier. Hab doch keine Zeit. So. Ups. Kampfsystem von FF13. 13 habe ich nicht gespielt und 12. 12 fand ich auch so ein bisschen öde. Das war jetzt auch nicht unbedingt das schönste Final Fantasy. Miss mit. Ich dachte, der kommt da noch. Die ist auch noch nie umgedreht. Guck mal, die warten schon so lange auf mich, dass sie sich schon anfangen umzudrehen. Ich bin aber allgemein kein allzu großer Fan von der Final Fantasy. Von den Kampfsystemen in Final Fantasy. Mal gucken, ob ich heute noch die 100 erreiche. Ups. Krieg ich den erwischt von hier aus? Ja. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine doofe Idee. So, eins, zwei und jetzt. Doch nicht im 2-Sekunden-Takt. Ist dein Abgrund eigentlich männlich oder weiblich? Abgrundschan. Ja, es ist ja immerhin der Abgrund, ne?